Hallöchen und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Ich bin die Fette Krokette und heute gibt es um eine Folk-Rock-Band aus Deutschland und zwar um Data und Young. Die haben zusammen mit Schandmaul, dort schauen wir direkt rein. Ich bin sehr gespannt und ab geht's. Ich stehe auf so eine Bilder. Das war schön, das war schön, das war schön, das war schön. Das waren Data und Young und Schandmaul zusammen an der Tafelrunde, dem ersten offiziellen Lied. Ich weiß gar nicht, ob sie ein Album rausbringen, aber ich glaube ja, denn die beiden Bands gehen auch zusammen auf Tour. Die Tourdaten findet ihr natürlich unten in der Beschreibung und vielleicht sehen wir uns ja dort auch. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Kombination. Schandmaul natürlich gibt es schon sehr, sehr lange in dem Folkrock-Genre, sind natürlich dementsprechend nicht unbekannt und Data und Young sind mittlerweile, steigen immer, immer, immer mehr auf in dem Genre und es gefällt mir. Den Sänger Ben Metzner kennt man natürlich auch aus Feuerschwanz, da haben wir natürlich auch ein paar Videos zugemacht. Und ja, ich muss natürlich dazu sagen, dieses Video wurde freigegeben, das wurde ursprünglich gesperrt und dann habe ich mit dem lieben Ben Metzner, den könnt ihr hier nochmal sehen, geredet und der hat mich zu seinem Webmaster, ja, der Titel heißt wirklich Webmaster, total cool, und mit denen habe ich ebenfalls ein Gespräch geführt und dann konnten wir zusammen dafür sorgen, dass dieses Video freigegeben wurde. Das ist super cool, wenn das immer so einfach wäre, wäre das natürlich super cool. Auf jeden Fall freut es mich, dieses Video ist wirklich absolut geil gemacht. Ich mag ja, also erstmal fangen wir damit an, dass ja der Ben
Und der Sänger von Chantmaul, dass die zusammen ja wirklich eine super schöne Kombination von den Stimmen her abgeben. Diese etwas ältere Stimme, die ja schon damals wirklich eine Gänsehaut verursacht hat. Übrigens jetzt schon wieder, ja. Das ist schon das, da hört man einfach unglaublich gerne zu. Und dann kommt natürlich der Ben dazu, ja, diese etwas jüngere Stimme. Oh, das passt so, also dieses Vater-Sohn-Verhältnis möchte ich schon fast meinen. Ja, das passt wunderbar zusammen. Dann natürlich die ganzen Bands zusammen mit ihren Geigen und diese E-Gitarre, die auf dieser Ruine, auf diesem Stein und dann im Hintergrund diese Landschaft, diese Burg. Och, da kriege ich Gänsehaut. Das finde ich total geil. Hat einen wirklich epischen Flair, finde ich. Und ich freue mich auf jeden Fall, mehr von den beiden zu sehen. Ich hoffe, da kommt noch mehr. Auf jeden Fall sind, wie gesagt, die beiden auch gemeinsam auf Tournee durch Deutschland. Und ja, super geil. Also ich freue mich da auf jeden Fall viel, viel mehr zu hören. Ja, unterstützt diese Band. Guckt sie euch an. Die sind nicht unbekannt. Auch D'Artagnan haben schon das ein oder andere Album rausgehauen und haben auch sehr, sehr viele Musikvideos. Und ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne ein kostenloses Abo da, einen Daumen nach oben. Und haut mir in die Kommentare, wie ihr das Video findet, wie ihr die Bands zusammen findet. Findet ihr, die harmonieren super zusammen oder sollten sie lieber doch getrennt arbeiten? Würde mich sehr interessieren. Sorgt für Gesprächsstoff in den Kommentaren, freue ich mich drüber. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und Metal on. Ciao!